Herzlich willkommen zur Oberösterreichischen Nachrichten Sportlerwahl 2016. Nicht nur Applaus und Anerkennung, sondern auch Trophäen in Gold, Silber und Bronze gab es im Palais-Kaufmännischer Verein für die beliebtesten Athleten des Landes. Bei der Publikumswahl waren für sie in den vergangenen Wochen mehr als 300.000 Stimmen bei den OÖ-Nachrichten eingelangt. Am Mittwochabend wurden die Sieger dieser spannenden Wahl gemeinsam mit 300 Gästen gebührend gefeiert. Jetzt wollen wir es wissen, die Sportlerin des Jahres heißt Bettina Frank. Das bedeutet auch für unsere Sportler ganz viel, dass man sich da präsentieren kann. Und okay, ich habe gerade vor kurzem mit meiner Mama telefoniert. Und er hat von der Sportlerwahl erzählt, von Oberösterreich. Und sie hat gesagt, ja, ich weiß eh, dass es dir gibt. Ich bin eh jeden Tag am Voten. Und ich habe es überhaupt nicht gewusst. Also danke an alle, die da jeden Tag immer gewotet haben. Und ja, voll lässig. Ich glaube, heuer waren es über 400.000 Stimmen. 400.000, das muss man sich mal vorstellen. 400.000 mal Coupons ausschneiden und nicht nur Coupons ausschneiden, sondern auch im Internet sein Votum abgeben. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass der Zeitungsleser auch Emotionen braucht. Und der Sport ist Emotion pur. Der geht nicht auf den Kopf, der zielt auf den Bauch. Lukas Weiß-Heidinger. Viele, viele Fans, die auch abgestimmt haben. Ja, also bei dem Jahr 2016, da tut man jetzt schon langsam ein Hackerl drunter setzen. Ja. Und der Aufbau auf 2017, ja, der ist schon in vollem Gange. Und also ich hab, wenn man das jetzt von Rio, die Ergebnisse sieht, dann habe ich 5 Leute noch vor mir, die es dann vielleicht zum Schlagen gilt. Ich habe aber natürlich auch 10 Leute hinter mir, die es nachdrucken. Ja, und da heißt wirklich hart trainieren und weiterarbeiten. Die Mannschaft des Jahres 2016 heißt EHC Liebes Trekking. Ich muss einmal auf die Tische schauen. Nein, ich sehe nirgends ein Bier. Nein, sie haben jetzt echt 3 Spiele, jetzt 5 Spiele in einer Woche fast und das funktioniert nicht. Also wenn da noch Alkohol auch dazu kommt, dann geht es schief, das wissen die Burschen. Und wie der Philipp auf der Bühne gesagt hat, ich hoffe, wir haben dann nach der Saison Grund zum Feiern. Und das ist auch sehr wichtig, dass sie die Spieler da halten. Dann wird mit den Fans gemeinsam gefeiert. Das wäre natürlich sehr schön und ja, die Ziele haben wir uns gesteckt und hoffen wir, dass wir im April dann feiern können. Es ist so, dass ich mich irrsinnig darüber freue, nur dazu, weil ich weiß, dass das ein Großteil gehört und gebührt sicher meinem Vater, der was leider verstorben ist und der hat das eigentlich alles ins Leben gerufen, das Weltcuprennen in Hinterstoder. Und es freut mich, dass ich ein bisschen in seine Fußstapfen treten bin. Und ich weiß, dass er mindestens genauso stolz ist auf mich und jetzt wäre, als wir, was ich jetzt auf ihm bin. Ich glaube, die Besten wurden ausgezeichnet, die Besten stehen ganz oben. Wichtig ist, dass die Besten einfach auch Vorbilder sind für die Kinder, für die Jugendlichen und für den Breitensport, weil all die brauchen Vorbilder, um auch hier mal oben stehen zu können. Also ich muss sagen, mir gefällt einmal als erstes, dass eine sehr schlagkräftige Frau die Gewinnerin des Jahres ist. Also mit der Frau Blank so als Karate Idol sozusagen, die wirklich schafft, die Jugend mitzureißen und auch eine Sportart, die nicht mehr so im Zentrum ist, wieder in den Vordergrund zu rücken und das freut mich ganz besonders. Die Sportler sind heute im Mittelpunkt, haben es wieder geschafft, den österreichischen Sport auf die Bühne zu bringen und auch dementsprechend darzustellen. Also wir sehen das immer so von Technogym, dass wir Sportler unterstützen und das, was heute da ist, das ist in Wirklichkeit nur das Ergebnis von sehr viel harter Arbeit. Wir haben das Glück, dass wir eine unglaubliche Anzahl an Sportlern haben. Die 3, die was in den jeweiligen Bewerben umgestanden sind, haben sie es definitiv verdient. Aber sie stehen für so viele. Und ich glaube, egal ob das am Ende Swoboda ist, der da heute da gesessen ist, oder viele andere Sportler, die da waren, ich glaube, sie dürfen sie alle als Sieger führen.